Herzlich willkommen zu Quarantänetag Nummer 43. Tschakka! Richtig, richtig schönes Wetter draußen. Und wir grillen heute. Und zum Nachtisch gibt's Affenpimmel. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen Bananen. Ruhig die gammeligen, die keiner mehr essen möchte. Und Schokolade. Eigentlich ist es auch völlig egal, was ihr für Schokolade nehmt. Ihr könnt Kinderschokolade, Katzenzungen und Milka, alles was ihr wollt. Ich zeige euch jetzt mal, wie wir das machen. Das wird jetzt längs eingeschnitten. Wichtig ist, dass ihr die Banane dann genauso liegen habt, wie ihr sie dann auch auf dem Grill liegen habt. Aber nicht ganz durchschneiden, sondern einfach nur reinschneiden. Und jetzt stopft ihr die Banane voll mit Schokolade. Das wird gut. Wir waren mal bei unseren Nachbarn zum Grillen da und da ist uns aufgefallen, dass der Name gegrillte Bananen mit zerfließender Schokolade viel zu lang war. Also haben wir uns dann einfach für den Namen Affenpimmel entschieden. Und der sieht dann auch wirklich so aus, wenn er auf dem Grill war. Ich zeige euch das mal gleich. Also nicht, dass ich wüsste, wie echte Affenpimmel aussehen, aber man kann es sich einfach so vorstellen. So, wenn der andere Kram vom Grill runter ist, dann kommen noch die Affenpimmel drauf. Deckel drauf und erstmal vergessen. Oh, also diese Affenpimmel sehen ja ganz schön ungesund aus. Ich glaube, die müssten mal zum Tierurologen. So, jetzt sind die Affenpimmel fertig. Sieht lecker aus, oder? Aber ihr müsst immer pusten. Weil die sind extrem heiß. Guten Appetit! Wir sehen uns dann morgen wieder bei Quarantänetag Nummer 44, wenn ihr wollt. Ah, heiß. Aber lecker.